in Marcek. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Auf fremden Toiletten, da sind die meisten von uns besonders vorsichtig, fassen möglichst nichts an. Aber beim Einkaufen nehmen wir uns halt einen Einkaufswagen, drücken auf Knöpfe zum Obstabwiegen oder am Pfandautomaten und denken meist nicht groß drüber nach. Doch unsere Recherchen zeigen, das kann gefährlich sein. Sogar multiresistente Keime haben wir gefunden. Eine Unterschrift, die man womöglich sein Leben lang bereut, weil man sie teuer bezahlen soll. Mehrere 10.000 Euro und das alles nur wegen dem Traum vom eigenen Haus. Den wollen sich ja gerade viele erfüllen wegen der günstigen Zinsen und sehr hoher Mieten. Aber Vorsicht, bei einigen Anbietern von Fertighäusern droht am Ende wirklich ein böses Erwachen. Marktcheck deckt auf. Was man sehr gut verstehen kann, finde ich. Was meinen Sie denn dazu? Oder haben Sie womöglich auch schlechte Erfahrungen gemacht mit einem Fertighaus oder beim Bauen allgemein? Das können Sie sich gerne mal von der Seele schreiben, bei uns auf der Facebook-Seite. Ja, apropos Seele, das tut ja vielen gerade in der Seele weh, der Blick ins Beet oder in den Blumenkübel auf dem Balkon. Alles abgenagt und weg. Eventuell dann auch anderen Tieren schaden? Oder gibt es auch wirkungsvolle, natürliche Möglichkeiten gegen gefräßige Schnecken? Genau, und zur Belohnung danach ab an den Grill. Wann, wenn nicht jetzt? Der Klassiker ist und bleibt dabei nun mal Grillen mit Holz. Und was ist eigentlich mit Rußentwicklung? Man will sich ja nicht gleich selber räuchern und es soll auch keinen Stress mit der Nachbarschaft geben. Marktcheck macht den Test. Ja, haben wir das auch geklärt. Bräuchten wir nur noch ein paar Tipps, wie man die Kohle am besten zum Glühen bringt. Und die gibt's unter swr.de/marktcheck. Weil es ziemlich teuer ist, aber es lässt sich halt oft auch nicht vermeiden. Ja, es gibt aber Alternativen, zum Beispiel die Autohöfe. Die werden ja schon an der Autobahn oder auf der Autobahn ausgeschildert. Man sieht sie auch von Weitem, die bauen ja riesige Türme auf, damit man sie bloß nicht übersieht. Mhm. Also Autohöfe sind Alternative. Mhm. Aber Autohöfe, sind die nicht eigentlich eher für Lkw gedacht? Oh, das war mal früher so. In der Zwischenzeit sind ist es günstiger, am Autohof zu tanken, als an der herkömmlichen Autobahnraststätte. Thorsten Link hat das mal für uns ausprobiert. Auf einer der Hauptachsen Richtung Süden, auf der A5. Und die Spritpreise auch gleich noch mit den normalen Tankstellen auf der grünen Wiese verglichen. Das ist mal interessant, Thorsten. Sind denn die Autohöfe, kann man an Regel ausleiten, grundsätzlich günstiger? Sie sind tatsächlich grundsätzlich günstiger. Wenn der allein auf weiter Flur ist, dann wird es auch ein bisschen teurer. Konkurrenz belebt nun mal das Geschäft. Mhm. Dort, ja. Die Preise schwanken ja nicht nur von Tankstelle zu Tankstelle und zwischen Autohof und Rastplatz, sondern auch während des Tages. Habt ihr noch mal ganz deutlich gesehen, kann man denn da auch eine Regel ableiten? Bis zur Mittagszeit. Aber dann so ab 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr, also immer so im 2-Stunden-Rhythmus sollte und lieber nach der vollen Stunde als vor der vollen Stunde tanken sollte, dann kann er wahrscheinlich auch den günstigeren Preis abgeben. Kann man eine Menge Geld sparen und wenn es geht zwischen 18 und 21 Uhr, das merke ich mir jetzt auf jeden Fall. Das ist am besten, ja. Was ist denn mit diesen Apps, die eigentlich auch immer den günstigsten Preis nennen sollen? Jetzt war das in eurem Test so, dass der Preis gar nicht stimmte. Ja, das hat uns sehr verärgert und das würde auch den Benutzer, der dabei war, kannte das natürlich auch. Der sagte, also er hätte sowas überhaupt noch nicht erlebt. Mhm. Also ich finde, man kann die Apps nachzudenken, nach App zu tanken oder mit App vielmehr. Ja, unterwegs muss man allerdings auch nicht nur tanken, man will ja auch mal was essen und zur Toilette gehen. Und das soll ja dann möglichst ordentlich sein und auch natürlich bezahlbar. Wieder die Frage, Autobahnraststätte oder Autohof? Ist oft günstiger. Was ist denn familienfreundlicher, wenn ich mit Kindern reise beispielsweise? Lieber am Rastplatz halten oder auf so einen Autohof fahren? Also beide haben Angebote für Kinder. Ich fand nur, dass die Autobahn... offenbar ist es auch so, dass da eben Familien eher mal anhalten, um zu rasten, als am Autohof, als auf dem Autohof. Da lohnt es sich dann vielleicht sogar ein bisschen mehr zu zahlen. Jetzt war es ja auch so, dass ein Autohof nicht jugendfreie Zeitschriften in Kinderaugenhöhe hatte. Das ist jetzt auch nicht gerade so Familien... Wie sich's gehört, also nach... In unserer Augenhöhe sozusagen. Genau. Und also jetzt ist alles gut. Okay, gebracht. Insgesamt so abschließend nach deinen Autobahnrecherchen. Du warst ja hunderte von Kilometern unterwegs und hast wirklich alles Mögliche angesteuert, wenn du unterwegs was essen möchtest. Wo würdest du jetzt hingehen? Lieber ein bisschen mehr zahlen am Rastplatz, größere Auswahl oder sparen am Autohof? Also Gasthaus gehen, denn da habe ich wahrscheinlich vielleicht das bessere Essen zum wahrscheinlich sogar günstigeren Preis. Und man Dankeschön, dass du für Marktcheck so fleißig auf den Autobahnen hier im Südwesten unterwegs warst. Gerne. Ja, wo tankigsten, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und zu welchen Uhrzeiten? Welchen Unterschied gibt es zwischen Raststätten und
Zwei kleine, runde Plastikteilchen, die mir das Leben heute hier in der Sendung womöglich ein kleines bisschen leichter machen. Nur wie? Was kann unser Ding der Woche und wo gehört es hin? Naja, geht ein bisschen zu Lasten der Optik, finde ich, aber egal. Anderes Thema, noch ganz kurz. Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, Rückenschmerzen oder Allergien, die können wir angeblich besiegen, wenn wir das Steinzeitrezept beherzigen. Schauen wir uns das doch mal an. Jetzt im Anschluss hier im SWR Fernsehen und Marktcheck dann wieder nächsten Dienstag, 20:15 Uhr. Würde mich freuen, wenn wir uns dann sehen. Tschüss, schönen Abend.